So, hallo zusammen, heute endlich. Das Video hatte ich schon für März, glaube ich, angekündigt. Wir machen heute unsere Ansaugbrücke sauber beim N47 2 Liter Diesel. Dazu nehmen wir die obere Motorabdeckung runter. Und wir wollen uns erstmal einen groben Überblick verschaffen, wie denn unsere Ansaugbrücke aussieht jetzt. Ich habe das Ganze schon mal sauber gemacht bei 140.000 Kilometern. Jetzt haben wir 220.000 drauf. Jetzt möchte ich gerne noch mal reinschauen. Um jetzt nur mal in die Ansaugbrücke reinzuschauen, lösen wir jetzt folgende Schrauben. Die 2 Zehner, hier 1, 2 und unten die dritte 30er Torx und hier 3 E8 Schrauben. Also Außentorx, 8 Außentorx. Und diese 30er Torx und diese 30er Torx. Dann können wir den nach oben auf die Seite legen und das Teil nach rechts rausziehen und können einen Blick in die Ansaugbrücke werfen. Also jetzt lösen wir zuerst mal die Schrauben, die ich eben erwähnt habe, und dann schauen wir weiter. Für das Ganze brauchen wir dann folgende Dichtungen. Ansaugbrücke, die Dichtung, die gibt es leider nicht von Elring. Hätte ich bevorzugt von Elring, aber hier tut es genauso, Markendichtung, die Dichtungsnummer und von BMW Original die Dichtung für das Mischrohr vom Abgaskühler, die zwei Dichtungen für das Verbindungsstück zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke und die Gummidichtung, den O-Ring für das Mischrohr. Werkzeugmäßig reicht erstmal 30er Torx und E8, also 8er Außentorx, kleine Ratsche, Viertel Zoll. Verlängerung und Gelenk. So, ich habe das Ganze jetzt ausgebaut. Hier sehen wir das mal. Also hier haben wir noch keine. Da ist das Form-AGR-Ventil, das ist schön sauber. Und hier kommt das Abgas aus dem Abgaskühler. Und das ist einfach widerliche Scheiße. Richtig eklig. Schaut euch mal das Mischrohr an. Ich leuchte jetzt mal so durch. Sieht man nicht so gut. Wie fett das verrußt und verkokt ist. Unglaublich. Also höchste Eisenbahn hier sauber zu machen. Wenn ihr hier reinschaut, ist es der Wahnsinn. Ja, hier oben habe ich schon mal was weggekratzt. Das solltet ihr übrigens nur machen, wenn ihr das Ding auch sauber macht, weil nicht, dass euch dann so ein Klumpen mit reinfliegt. Also wir werden jetzt die Ansaugbrücke runterbauen. Dafür müssen wir den. Hier gibt es eine Schraube hier unten. Auch so eine, ich glaube, 6er oder 8er Außentorx, die lösen. Das Glühsteuergerät auch hier oben eine Torx-Schraube, die auch lösen. Verkleidung mit zwei Spreiznieten wegbauen. Und dann schauen wir mal, ob wir die Ansaugbrücke rausbekommen, weil so können wir das auf gar keinen Fall lassen. So, jetzt ist es geschafft, die Ansaugbrücke ist raus. Und wenn ihr hier reinschaut, ja, Moment, jetzt da. Man das Ventil. Es sieht eigentlich echt gut aus. Es ist am Rand nicht wirklich viel Ablagerung. An keinem der vier Zylinder ist irgendwie viel Ablagerung am Rand. So dass man jetzt sagt, jetzt müsste man die Ventile blastern. Das können wir so lassen, aber das können wir auf gar keinen Fall so lassen. Deswegen machen wir jetzt hier schön die Ansaugbrücke sauber und bauen das Ganze dann wieder zusammen. Dann ist ganz, ganz wichtig, dass wir danach die Adaptionen löschen. Luftsystem, Kraftstoffsystem und ganz wichtig, die Nullmengenadaption der Injektoren müssen wir auch zurücksetzen. Jetzt lege ich hier zuerst mal was über die offenen Zylinder, dass da nichts reinfallen kann und dann geht's weiter. So, ich weiche jetzt die Ansaugbrücke ein in Wasser und Greenstar, um sie sauber zu bekommen. Das Verbindungsstück auch und das Mischrohr machen wir jetzt erst auch nochmal sauber mit dem Schraubenzieher und dann legen wir das auch ein. So, das Ganze war jetzt 2 Stunden in dem Reiniger gelegen. Ihr seht schon, es hat sich einiges gelöst. Ich habe jetzt hier nochmal eine Bürste und einen Aufsatz für Rohrreinigung vom Hochdruckreiniger, womit ich dann so durchgehen kann und hoffe, dass ich den letzten Dreck auch noch rausbringe. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das Ding halbwegs sauber ist. So, 2 Stunden später,
habe ich das ganze Zeug jetzt sauber. Hier. Nur noch die letzten Ablagerungen, aber die kriege ich nicht mal mit dem Schraubenzieher weg. Innen wieder schön frei. Hier, das ist super geworden. Das ist wie neu, da ist innen gar nichts. Und auch die Ansaugbrücke sieht sehr, sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sehen kann. Jetzt nochmal mit Blitz. Also man kann schön sehen hinten. Oder auch hier. So gut wie nichts mehr da, nur noch das, die groben Verfärbungen, weil es jetzt noch nicht überall trocken ist. Das blasen wir jetzt noch aus und dann geben wir die neue Dichtung in die Ansaugbrücke rein. Hier von Viktor Reinz. Diese Nummer. Leider die einzige im Zubehör. Und wenn ich mich nicht alles täuscht, ist die originale BMW-Dichtung auch von Viktor Reinz. Also von dem her macht ihr da keine Abstriche, was Qualität angeht, spart euch aber die Hälfte der Kohle. So, wir geben jetzt den Dichtungsträger hier wieder auf unsere Haltenasen drauf und dann können wir die Ansaugbrücke schon wieder reingeben. Bei der Dichtung, die kommt hier drauf, mache ich außenrum immer ein bisschen fett, damit sie hier wieder gut reinrutscht. Die grüne Dichtung kommt an die schmale Seite, die rote Dichtung an die Seite zur Ansaugbrücke und die Dichtung von der Ansaugbrücke, die klipsen wir so rein. Die passt auch nur in eine Richtung, weil die Nasen im anderen Abstand stehen. Das heißt, wir geben jetzt die Dichtungen alle drauf, geben hier ein bisschen Fett drumherum, da benutze ich das Mehrzweckfett von Ballistol und dann bauen wir das alles um. Also ihr seht hier nochmal die weggeflexte BMW-Nummer. Hier ist nochmal das BMW-Logo mit der Teilenummer. Also wenn ihr die Reins-Dichtung kauft, habt ihr tatsächlich die originale Dichtung. Hier haben wir die Dichtung draufgegeben. Hier die rote, da die grüne. Und diese Dichtung kommt noch da zwischen dieses Mischrohr und den AGR-Kühler. Jetzt bauen wir als erstes die Ansaugbrücke wieder ein und ziehen diese mit Drehmoment dann in entsprechender Reihenfolge fest. So, wie ihr seht, habe ich das Ganze wieder zusammengebaut. Als nächstes müssen wir hier die Adaptionen löschen. Dafür gehen wir auf Fahrzeugbehandlung, Servicefunktion, Antrieb, Dieselelektronik, Adaption zurücksetzen und machen hier Ablauf Adaption zurücksetzen. Da setzen wir jetzt die Adaption zurück, Kraftstoffsystem, Abgassystem und Luftmassensystem. Und zwar, weil wir hier sauber gemacht haben, das heißt, der Motor sollte sich neu adaptieren, dann Kraftstoffsystem und Luftmassensystem. Danach fahren wir den Ablauf-Ladedrucksensor und jetzt, bevor wir das machen, setzen wir noch die Injektoren-Nullkorrekturwerte zurück. Wo ist das mit drin? Da, Korrekturwerte Injektoren. Servicefunktion soll fortgesetzt werden. Wir haben die Einlasskanäle gereinigt. So, jetzt gehen wir auf Fehlersuche, Funktionsstruktur, auch wieder Antrieb, Dieselelektronik, dann Luftmassensystem, Ladedruckregelung, Ladedrucksensor und fahren dann hier den Ablauf Ladedrucksensor. Vorher lassen wir das Auto aber warm laufen und davor kurz einschlafen, weil wir ja Adaptionen gelöscht haben. So. Jetzt für euch die wichtigen Drehmomente. Also die Ansaugbrücke, die ziehen wir zuallererst mit 5 Newtonmeter fest und dann mit 10. Und zwar beginnen wir, ihr setzt die Ansaugbrücke auf und heftet sie hier vorne und ganz hinten mit einer Schraube an, dass sie euch nicht mehr weg kann. Dann
ist hier die erste Schraube, die ihr festzieht, hinten die zweite, hier die dritte, dort die vierte und die oberste Nummer 5. Dann Nummer 6 und Nummer 7. Alle mit 5 Newtonmeter, dann alle mit 10 Newtonmeter. Die hier und die hier jeweils handfest. Ich zeige es euch hier nochmal. Also hier habt ihr die Reihenfolge. Da müsst ihr sie anheften. Zuerst hier, dann die beiden anheften. Und dann folgt das Anziehen Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wie gesagt, erst mit 5 Newtonmeter, dann mit 10 Newtonmeter. So, jetzt, während ich euch das gesagt habe, habe ich das Fahrzeug einschlafen lassen, damit wir ihn laufen lassen können. Und dann können wir den Ablauf-Ladedrucksensor starten. So, jetzt haben wir ein bisschen laufen gelassen, jetzt lesen wir nochmal den Fehlerspeicher aus, um zu schauen, ob er jetzt einen Fehler abgelegt hat, ob wir irgendwas vergessen haben anzustecken. Prüft dann nochmal alle Steuergeräte, sieht aber im Moment gut aus. Genau, Fehlerspeicher leer, dann gehen wir Fahrzeugbehandlung, Fehlersuche, Funktionsstruktur, Antrieb, Dieselelektronik, Luftmassensystem, Ladedruckregelung, Ladedrucksensor. Bei dem Ablauf kommt der Motor auf locker 3.500 Umdrehungen. Deswegen lasse ich ihn noch ein bisschen warm laufen und dann machen wir hier weiter.